Moin, moin, meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play NHL 15 im Saisonmodus. Hier bei Because Gaming is Fun. Oh Gott, ihr hört es vermutlich schon, ich bin eigentlich scheiße krank, hab mir die Grippe eingefangen oder sowas. Aber ich würde euch trotzdem gerne die Folge heute präsentieren können, von daher, ja. 51. Spieltag, die Freezers sind zu Gast in Nürnberg bei den Thomas Sabo Ice Tigers. Das Heimrecht haben sich die Hamburg Freezers schon so gut wie gesichert für die Playoffs. Die sind 6 Punkte vor Düsseldorf mit einer Tordifferenz von plus 16, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also das ist eigentlich nur noch theoretisch machbar. Ja, oh Gott. Ich gehe mal direkt rein ins Spiel. Mal sehen, ob ich da heute überhaupt was reißen kann. Ich habe einen recht dicken Kopf, muss ich gestehen. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich groß erzählen soll. Jetzt dieses Wochenende stehen die letzten zwei Spiele der Hauptrunde an. Dann gehen die Playoffs los. Für uns am 11.3. heißt, es werden jetzt knapp 2 Wochen lang keine Videos kommen. Finde ich leider ein bisschen schade, aber lässt sich ja nichts mehr machen. Weil die Playoff-Vorrunde betrifft uns nicht. Da gibt es keine Videos von mir. So, wir gehen direkt rein. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Krank sein ist scheiße, Leute. Versucht immer gesund zu bleiben. Ist besser. Ich muss gestehen, ich habe jetzt schon eine ganze Weile kein Eishockey mehr gespielt. Also kein NHL. Wow. Das war nicht so der beste Pass. Can he generate something? Nice job, straight stand-up poke check. It's off his pad. Huiuiui. Okay, so he's got it on his stick. What'll he do next? He got his glove on that one. And he holds on. Riesenchance für Flakie. Der muss doch eigentlich drin sein. Nach schöner Vorlage von Matt Pettinger. Alter Schwede, das hat... Ja, genau. Merkst du selbst, ne? Ah, Gott. Ja, Phil Dupuis, der fehlt ja leider jetzt mit einer Gehirnerschütterung. Man geht eventuell davon aus, dass er vielleicht schon zu den Playoffs wieder da ist. Wäre natürlich ziemlich wichtig für uns. Genau, Westcott und Roy sind auch wieder da, denen ihre Sperren sind abgelaufen. Na, da kommt der Pass nicht an. So, alles klar. Kevin Clark geht rein ins Angriffsdrittel. Bleibt aber erstmal alleine, weil die Leute alle wechseln gehen. Oh, oh. The Ice Tigers shift from defense to offense. Long pass out of the zone on the wiki's got it. Schöner Check von Rohr. Caron dann auf Schubert. Oh! Ja, geil. Breakaway. Outstanding stop. Two guys together with force. Wow. Sowas gibt dann natürlich wieder keine Strafe. Caron wurde über den Haufen gerannt von seinem Spieler. Wo sind denn hier Anspielstationen? Da macht der Sertic das halt alleine! Oh Gott. Das Nase hochziehen tut mir ebenfalls leid, aber... Jetzt hier im Video habe ich halt keine Zeit, jetzt mir die Nase zu putzen. Von daher werdet ihr in diesem Video damit leben müssen. Puh. Caron steht noch sicher da hinten drin. Oh. Pass kommt bei Krämer nicht an. Stimmt, Krämer ist auch wieder da. Nico Krämer ist nach seiner Schleimbeutelentzündung wieder im Team. Also langsam kommen die Verletzten bei uns wieder.
Wir hoffen mal, dass zu den Playoffs in den 2 Wochen vielleicht noch ein, 2 Leute wiederkommen. Wobei ich gestehen muss, ich wüsste nicht, wer jetzt groß. So, nächster Versuch. Thomas Oppenheimer. Ah, kommt, der Pass bei Kevin Clark nicht an. Und damit ist das erste Drittel auch schon rum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 0 zu 0 nach dem ersten Drittel. Puh, mein Kopf, ey. Aber was tut man nicht alles für euch, wa? So, zweites Drittel. Festerlegen gegen, weiß ich nicht wen. Kein Precht, würde ich behaupten, am Bulli. Brad Festerling holt sich da den Puck und rennt ins Abseits. Ach, komm schon. So, Oppenheimer. Long cross-ice pass and he's got it. That play went offside. Ja, tut mir leid, dass ich diese Folge ein bisschen ruhiger bin, ein bisschen weniger erzähle. Aber wie gesagt, ich habe leider ein bisschen dicken Kopf. Flake. Kriegt den Puck da leider nicht zurück. Oh, scheiße. Ganz genauso. So, Brad Festerling auf Jerome Flake. Flake. War gefährlich, der Schuss. Da gibt es eine Strafe. Für Behinderung, nehme ich an. Ellbogencheck? Wow. Also manchmal ist das echt lächerlich. Stockschlag. Was? Okay. Nur meinetwegen. So, Phil Dupuis verliert das Pulli leider. Boy, stick to stick artistry there. He's got it and moves ahead. A shot. A lot outside. He's got the puck on his stick, but can he clear it? And that one sent back out to see. Near the boards. Good, Dewey Westcott. Can he generate something from there? Cranks a shot. Ah, Matt Pettinger schießt Phil Dupuis ab. Puck ist aber noch heiß. Okay, so wollte ich das eigentlich gar nicht machen. Nettes Powerplay, wir machen viel Druck. Nützt nur leider noch nichts. Oh, schöner Schuss von Ohr. Auch ein schöner Schuss von Brad Festerling da. Aber es soll halt noch nicht sein. So, jetzt Kevin Clark. Haut da einfach mal ordentlich drauf. Oh, jetzt laufen wir gerade in den Konter rein. Sie soll sie jetzt kontern, wir hier. Ach. Nürnberg's recoiling here. Gets that pass after he himself had passed. Gains the zone and looks over his options. Ja, genauso sollte der Pass gespielt werden. Not. Oh Gott, ich muss gleich mal was frühstücken. Mein Magen knurrt ein wenig. So, Morten Madsen, rein ins Angriffsdrittel.
wird ein wenig allein gelassen. Oh, da kommt der Pass zu Mitchell nicht an. Dann haben wir Marius Möchel wieder. Den Ex-Hamburger. Ja, geil. Da steht Cabana im Weg beim Pass. Uiuiui. So, diesmal mal Nico Krämer, ja. Nico Krämer. Oh, Jakobsen. Mit der Rückhand in die Fanghand von Jochen Reimer. Und wieder in die Fanghand. Ach Mann, ey, jetzt muss doch mal einer reingehen da. Oh Gott. Ui, da wurde Thomas Oppenheimer aber ordentlich von den Beinen geholt. So schöne Puck geholt von Kevin Clark da. Ja, ganz genau so war es geplant. Not. So. Zweites Drittelraum, immer noch 0 zu 0. Ach Mann, ey. Ja, so letztes Drittel. Jetzt muss mal was passieren. Uppala, da ging der Puck auf die Spielerbank. So, Festerling gegen Reimprecht, mein Güte, das ist aber auch ein Name. Oh oh. Oh oh. Schöner Save von Caron. Boah, warum steht da keiner? Jochen Reimer ist und bleibt auf der Höhe. Uiuiui. Aua. Mann, ey. Umberg's got another win. No! What a chance! Got it in the slot! Phil Dupuis kommt auch nicht dran vorbei. Carries it toward the woodwork. Picks it up in his own end. And glides on through center ice. Ach, Oppenheimer, lauf doch weiter zum langen Pfosten hin, ey. Da wäre der Pass dann auch richtig gut gekommen. Aber nein. So, aber schöner Vorcheck jetzt von Oppenheimer. Dewey Westcott in die Fanghand von Reimer. So, Morten Madsen. Rein ins Angriffsdrittel. Vorbei am Tor. Adam Mitchell! Knapp vorbei am Tor, das gibt's ja nicht. Ah, Mann, ey. Oh, oh. Uiuiui, da verpassen sie den Schuss. Flake! Nochmal! Meine Güte, ey! Ich hau hier ja schöne Spielzüge raus, wa? Aber es soll halt einfach nicht sein. Wow. Over 6 minutes to go. Ja. Cabana am Blink gewinnt das auf Sam Klassen, aber übers Tor hinweg. Two sticks together, they cancel. Shoots. He missed by a lot there. Nein, da bin ich rausgeflogen. Ah, Bullshit.
Oh Gott, ey. And they get it. Good strength on the tie-up. Umberts recoiling here. Schöner eröffnender Pass von Matt Pattinger. Die Bewegung wollte ich jetzt eigentlich nicht haben, aber war gar nicht mal so verkehrt. So, letzte Spielminute im dritten Drittel. Fester Leben verpasst am Langpfosten. Er verpasst den langen Pfosten, sagen wir es mal so. So, 40 Sekunden noch. Ach, und dafür gibt es jetzt eine Strafe. Willst du mich verarschen? Oh mein Gott. Und die Nürnberger auf Platz 3 in der Powerplay-Statistik. Aber, nein! Oh mein Gott! Super Break da durch Kevin Clark. Aber dann bringen sie den Puck nicht am Reimer vorbei. Ah, oh, was eine Chance, ey. Das hätte die Entscheidung sein können, wenn nicht sogar sein müssen. So, letzten 10 Sekunden. Matt Pattinger geht nochmal rein ins Angriffsdrittel für die letzten 2 Sekunden. Aber da war die Schulter von Reimer wieder. Heißt, wir gehen jetzt mit einer 4 gegen 3 Situation in die Overtime. Das ist aber ganz schön uncool. Naja, machst du nichts. 1 Minute 27 noch in Unterzahl. Wenn das mal gut geht. Ja, genau, Christoph Schubert. Alter, was ein Check da. Ja, und da haut er das Ding ins kurze Eck rein, wa? Wow. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber machst du nichts, wa? Ja gut, da hat Caron aber auch ordentlich aufgemacht, die Ecke. Ah, Mensch. Damit verlieren wir 1:0 gegen die Thomas Sabo Ice Tigers in der Overtime. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ja. Mal sehen, was das in der Tabelle zu bedeuten hat. Oh Gott. So, komm, lade mal einen Ticken schneller, bitte. Ja, am Sonntag geht's dann noch gegen die Panther aus Ingolstadt. Jetzt gucken wir uns aber erst noch einmal die Tabelle an. Ja. Ja. Das wären richtige Big Points gegen Ingolstadt. Also, da muss ich wieder fit sein. Weil das Spiel würde ich gerne gewinnen. Auf Platz 2 würde ich gerne noch kommen. Wir hatten das bessere Torverhältnis. ...170 zu 136. Heißt, die haben ein Torverhältnis von plus 34. Wir haben eins von ...36. Ja, heißt, selbst wenn wir in den Overtime gelangen sollten, würden wir wohl an denen vorbeigehen. Also wenn wir in der Overtime dann gewinnen würden. Das wird ein richtig spannender letzter Spieltag, sage ich euch. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Ich danke euch jetzt vielmals fürs Zusehen. Tut mir nochmal leid, dass ich jetzt hier so verschnupft bin und alles. Oh Gott.
Ich leg mich jetzt wieder ins Bett. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Haut rein. Ciao.